So, hallo und ja, herzlich willkommen zurück bei Outlast. Wer hätte das gedacht? Ja, aber nicht zu Whistleblower, das haben wir schon durch, sondern zu dem diesmal wirklich stinknormalen Outlast. Ja, ich hätte es nicht gedacht, dass ich das auch spiele. Ich glaube, ich habe am Anfang von Outlast Whistleblower im ersten Part gesagt, ja, dass ich noch sehr viel im Kopf davon habe. Und ich glaube, so genau stimmt das nicht. Also einige Szenen von Outlast, also wir werden es offenbar jetzt spielen. Ja, also einige Szenen von Outlast weiß ich offenbar noch, so einige Sachen so. Mit dem Doktor zum Beispiel oder einige Sachen mit dem Hätten in diesem DNS. Aber alles. Natürlich weiß ich nicht über das Spiel, ne? Ja. Und ich finde es guter Abschluss für die Outlast-Reihe. Lohnt sich der Teil irgendwie auf alle Fälle? Ja, gut, weil viele sagen, glaube ich, auch, man kann Whistleblower auch vor Outlast spielen, wenn es dann tatsächlich eine halbe Vorgeschichte ist. Also ab der Hälfte ist man dann so gleich gegenwärtig mit dem anderen Teil, wenn man so will. Und ja. Aber allzu viel über den ersten Teil weiß ich auch nicht mehr. Also das letzte Mal, als ich den gespielt habe, das ist schon, lass mal überlegen, ich glaube so 3 Jahre her, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Und ja, wie gesagt, alles weiß ich nicht mehr. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, als Erschrecker, ja, ich werde mich bestimmt erschrecken. Die Ver Verfolgungsjagden, die werden bestimmt auch wieder hammermäßig werden. Wir werden mal gucken. Aber ich will mal sagen, wir machen auf jeden Fall ein neues Spiel. Nicht das, sondern das stinknormale. Und da ich durch Whistleblower schon weiß, dass schwieriger total dämlich ist für mich, nehmen wir normal, weil ich kann mich an gewisse Situationen erinnern. Da war das schon ein bisschen, naja, ein bisschen zu hardcore für mich. Wir nehmen normal und beginnen. So, ich will. Ach so, genau, das haben wir noch nicht durchgelesen. Das andere war ja mit diesem Mr. Park gewesen. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Das kennen wir schon. Und natürlich kommt dieses Let's Play erst nach Outlast 2, weil zwei Outlast-Teile ineinander drin, das finde ich ein bisschen doof irgendwie. Also Alien Isolation ist mit drin, aber das ist natürlich ein anderes Spiel. Ist ja klar. So, du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mountain Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Ja, und da will man sagen, wollen wir auf fortfahren. FM 107.9, okay, das ist ein toller Radiosender natürlich. Also er ist nicht mehr, weil der Empfang leider weg ist. Mount Massive Asylum. Da sind wir. Wir waren schon einmal hier, aber nun werden wir noch mehr Dinge sehen, die man eigentlich schon vorher sehen sollte. Die Dokumente, das erste Dokument. War irgendwie ein bisschen vermisst mit den Dokumenten. Bei Outlast 2 gab es ja nur irgendwelche Briefe und so von. Ja, gut, egal. Und wir sehen schon 17. September 2013.
Betreff Tipp / illegale Aktivitäten bei Murkoff Psychiatric Systems. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht einmal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren fasern etwas von Traumtherapie, die zu tief geht, und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Na, aber hallo. Und da wir schon Outlast Whistleblower gespielt haben, also erstmal die Kamera testen. Je, was hat denn der für rote Fingernägel? Hat da heimlich Nagellack drauf gemacht, der Herr Abtscher? Das ist mal Kameratest. Ja, die funktioniert super, auch Nachtsicht. Die wird bestimmt in diesem Display sehr schnell wieder alle gehen, vermute ich mal. Wir werden bestimmt wieder sehr viel flüchten müssen. Also hundertprozentig natürlich. Vor gewissen Leuten wieder. Ja, das kennen wir schon. Ich frage mich aber, wer das Tor gerade zugemacht hat. Oder ist es so ein automatisches? Ich habe da keine Ahnung. Wenn ja, wissen wir das nicht. Den Brief, den wir gerade bekommen haben, ne, wir haben ja Whistleblower schon gespielt, das ist nämlich von diesem Wayland Park. Der hat den nämlich geschrieben, weil der war nämlich derjenige gewesen, der nämlich Miles hierher gerufen hat. Und ja, der sich mal diesen wunderlustigen Ort sich mal angucken soll, ne? Ja, wo ich wieder ganz viel Spaß hier drin haben werde. Ja, und ich muss zugeben, vom Anfang weiß ich eigentlich noch so viel auch. Ja, auch die Sache mit der Bücherei, die wir gleich sehen werden, das kenne ich auch noch, aber ab danach ist dann wieder eher unbekannt. So in der Mitte des Spiels kenne ich eher so die Sache mit dem, ja, die Sache mit den Fingern als Andeutung. Das ist so, glaube ich, die Sache, die ich eher so in der Mitte des Spiels kenne. Und dann halt eher so noch das Ende. Aber was dazwischen alles so passiert, keine Ahnung, das habe ich wieder vergessen. Das wird offenbar wieder interessant werden. Okay, ich muss aber zugeben, dass ich vor einiger Zeit offenbar nochmal das Let's Play von Gronkh gesehen habe. Aber man vergisst halt immer viel, deswegen. Okay, dann gehen wir mal rein hier. Das kenne ich ja schon, ich war schon mal hier. Ich kann es nicht zumachen, schade. Okay, da wurde eine Notiz gemacht. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen. Aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Na, das Genick werden wir uns zum Glück hier nicht brechen. Oh. Da ist schon jemand am Fenster. Und dabei sind wir noch nicht mal im Haus drinne. Ja, da fängt das schon mal wieder sehr witzig an. Da haben wir diese Armeewagen. Und der Wayland Park, der müsste, glaube ich, jetzt gerade in dem jetzigen Moment, glaube ich, ich sag mal, gefoltert werden. Oder ich sag mal, ein bisschen geärgert werden, freundlicherweise ausgedrückt. So, da geht es natürlich nicht rein. Wir müssen natürlich links rein. Was ist gerade im Wolf im Hintergrund? Ah, hier guck mal, die Berge, ne? Das sieht schon krass aus, auf jeden Fall. Ich glaube, am Anfang werde ich mich jetzt noch nicht wirklich gruseln, aber ich glaube später wieder. Bei den Anfang, den. Naja, ich glaube, den kennt fast jeder eigentlich, ne? Mit dieser Bücherei dort. Aber später wird das dann ein wenig schwieriger werden. Oder ganz, ganz schwierig.
So, wir müssen hier hoch auf jeden Fall. Aber das muss nicht unbedingt heißen, dass ich hier schnell durch das Let's Play durchkommen werde. Ich werde bestimmt auch sterben. Also hier zum Glück noch nicht. Alter, es fühlt sich so ungewohnt nach Outlast 1, es fühlt sich so ungewohnt an, nach Outlast 2 direkt wieder in Outlast 1 zu sein, ey, ohne Scheiß. Aber irgendwie auch interessant. So erlebt man das alte Spiel auch nochmal. Ja, wir müssen leider da rein. Oh. Na toll, ey. Ja. Da ist das Licht leider kaputt gegangen. Wir sind nun alleine. Aber wenn wir in Whistleblower zurückdenken, waren wir hier, glaube ich, gewesen. Wir sind doch hier lang gelaufen, ne? Wir sind, glaube ich, von... Sind wir von da hinten gekommen? Ich bin gar nicht mehr so sicher. Wo wir von diesem Eddie Glasken so abgehauen sind. Oh Gott, wenn ich diese Fahrer sehe, ey, das ist halt Outlast 2. Weiß nicht. Sind mir diese Leute wie nicht mehr so geheuer? Oh. Oh. Oh Gott. Okay, da habe ich jetzt ein kleines bisschen gezuckt. Das muss ich jetzt schon zugeben. Mit dem Fernseher, den hatte ich jetzt nicht mehr so im Kopf gehabt. Aber zum Glück ist hier noch keiner. Noch. Weil das wird sich ja eh bald ändern. Da war schon mal eine Batterie. Also ich würde am liebsten hier filmen und ewig nur 10 Batterien mit mich rumtragen. Das wäre wirklich ganz gut. Teamwork. Oh shit, hinten ist schon Blut, ey. Ja, noch kann ich mich ein bisschen freuen, weil ich den Anfang noch cool, noch so ein bisschen kenne, ne? Aber später wird das nicht mehr so lustig werden, ne? Ja, dann gucken wir mal. Projekt Warrider, ja, das kennen wir schon. Die werden wir natürlich auch bald sehen. Also irgendwann halt. Patient Billy. Ah, okay. Der ist 19. Dr. Carl Houston. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerter luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. War vor gentechnischer Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik, Spirometrie, gab keine bronchiale Akkumulation. Ja, ich bin natürlich der Doktor, ich weiß es alles. Hämatokrit, Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten, erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI ergab arrhythmische NREM-Zyklen, Lachen in NREM-Phase. Anmerkung. Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Betreuung, er habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Traeger entdeckt. Dr. Traeger. Der wird hier schon erwähnt? Das habe ich ja gar nicht gewusst. Anmerkung. Die einzige Person namens Traeger, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Traeger, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Ja, okay. Richard Traeger, dieser Vollidiot, den werden wir später offenbar wiedersehen. Und auf den habe ich eigentlich... Naja, wirklich Lust habe ich auf den nicht, weil... Nee, das sind wir später halt, ne? Ich weiß gar nicht, dass der hier schon erwähnt wird. Ja. Das kenne ich auch noch. Da hat sich jemand eingesperrt. Aber wir müssen hier hin. Ja, und dann müssen wir da reinklettern. Was ist das denn gerade? Was sind das Geräusche? Ich habe da jetzt auch keine Ahnung. Na, lecker.
cooler Drinket. Weil leider haben wir kein Geld wie ein Forest oder so. So, da wollen wir mal hochgehen. Was war das für ein Geräusch gerade? Fall Rider? Hm. Damals schon den ersten Hinweis offen bekommen, ne? Oh. Ja, sie laufen noch überall herum. Das werden immer mehr von denen. Und wir sind bei der Bücherei. Oh. Hm. Komischerweise musste ich trotzdem zucken, so ein kleines bisschen. Fragt mich nicht warum, ey. Alter. Oh, ich muss mal ein bisschen leiser stellen. Ich habe trotzdem komischerweise ein wenig gezuckt hier, ey. Obwohl ich das wusste mit diesem Jumpscare. Das ist eigentlich der einzige Jumpscare, den ich so wirklich in diesem Spiel kenne. Aber der kam mir auch ein bisschen zu nah, muss ich zugeben. Alter. Jetzt wird mir auch klar, wer das hier alles war. Mit diesen ganzen Köpfen. Das fällt mir jetzt auf. Oh, ja, stimmt. Der war auch noch. They killed us. They got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security and control. You have to get the fuck out of this terrible place. Ja, ich würde lieben gerne. Russen haben noch eine Notiz gemacht. Ich bin drin. Na super. Ich bin drin. Überall Leichen, Blut, Verbrennungen, Köpfe aufgereiht, wie Flaschen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research Systems. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen. Bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Gates mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ihr soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt dann. Dann? Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, denn den ich reinkommen bin. Ja, es ist aber allerdings halt zu spät. Jetzt weiß ich auch, wer das mit den ganzen Köpfen waren, war. Ja, schon wieder. Den haben wir auch im Whistleblower mal ganz kurz gesehen. Es ist der Fette. Ja, und den werden wir in diesem. Den wird man in diesem Spiel natürlich tausendmal gefühlt sehen. Ja. Ich weiß offenbar jetzt schon, dass er mir tierisch auf den Sack gehen wird. Das ist das erste Klo, wo ich eine Hand drin sehe, glaube ich. Wow. Oh, und die erste Batterie geht auch schon bald alle. Schon mit diesem komischen Doktor hier. Oder was ist ein Doktor? Da ist ein Vater. Aber ein Outlast 2 ist mir der auch eingefallen. Der hier. Ja, wahrscheinlich hat er in Weinstein gearbeitet. Einmal in dieser einen Schule und dann hier. Ich weiß es nicht. Ja. Little Fake. Ich wusste es. Du blöder Sack, ey. Ach stimmt, das kommt ja noch der Vater, ne? Vater Martin. And who are you then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Eieieiei. Das war offenbar ein schmerzhafter Sturz.
Kleos den Neffen einstellt. Naja, so einfach geht das nicht. Proclaim the Gospel. Okay. Ach du Scheiße. Der hat die anscheinend alle hier runtergeschmissen, wie es so aussieht. Da haben wir nochmal ein Dokument. Eidesstattliche Erklärung wurde von Direktorenausschuss seitens der Merkur Heartland Security MHS. Ach, das bedeutet das, okay. Geliefert. Die Grund zu folgender Annahme hat: katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Übersetzung erfordert das durch eidesstattliche Erklärungen und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten voller Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie, in Klammern, und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch, ein Gerichtsverfahren gegen die Merkoff Corporation oder ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS die entsprechende Maßnahme bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Die haben Tochterunternehmen? Da würde mich dann interessieren, welche das sind. So, wir müssen zum Sicherheitsterminal, weil wir ja da nicht rauskommen. So, da kommen wir schon mal nicht durch. Da kommen wir durch. Ja, jetzt kommt so langsam der Moment, wo ich mich eher ein bisschen weniger auskenne. Das war es nämlich so langsam. Ich lebe nur eine Batterie. Aber was zum Glück. Gut, dass ich hier hingegangen bin. Guck mal, da hinten kann man auch noch hin. Gehe ich da auch mal schnell. Da war leider keine Batterie. Aber hier war ich doch schon mal in diesem Raum, oder? Ich weiß es gar nicht. Im Whistleblower. Ich weiß es nicht mehr wirklich. Das ist auch schon wieder, glaube ich, 2 Wochen her oder so. Da hätte man so viel dazwischen kommt, vergisst man halt immer sehr, sehr viel. Ich weiß offenbar, dass man da hinten hingehen konnte und einmal hier. Warte mal, ich gehe, glaube ich, erstmal auf die andere Seite. Oder? Nee, komm, wir bleiben erstmal hier, komm. Wir bleiben erstmal hier. Ja, so langsam fühle ich mich ein bisschen unsicher. Das fängt so langsam an. So, ich gucke mir die mal schnell an. Walker. Das ist der Fette übrigens. Mit CLW ist, glaube ich, weiß nicht, was gemeint. Der 32? Okay, von Rudolf Wernicke. Therapiestatus. Morphogentechnischer Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormon risikobehaftet. Diagnostik, Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans übereinstimmt mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkung: Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelung in Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Ja, der ist wirklich riesig, der Typ. Ich frage mich, wie groß der überhaupt ist. Extensive Dermaleruption ebenso übereinstimmt mit fehlschlagender morphogentechnischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahre Sicht, vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihren parietalen Augen. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Deswegen sieht man ja seine Zähne. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende
Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch psychischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Stimmt, der war ja Soldat gewesen, der Typ. Ist er zu einem Psychosoldaten geworden? Scheiße. Der Typ im Rollstuhl. Huch. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal zu denen da hinten hin. Du lässt mich noch in Ruhe, oder? Ja, er lässt mich noch in Ruhe. Na, Leute. Ja. Gebrochene Männer und tote Fernseher. Eine Reihe gerochener Männer? Riechen die so stark oder... Ich weiß es nicht. Start auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. Sie sind anscheinend fixiert von... oder gebannt von diesem Teil. Alter, ich hatte jetzt gerade ein bisschen Schiss gehabt vor dem, aber... Ich gehe, glaube ich, erstmal rüber, weil wir müssen erstmal zu diesem Sicherheits... Ach, stimmt, da war noch was. Der Keller. Och nee, da müssen wir auch noch runter. Oh. Oh. Alter, wo kommt der denn bitte her? Ja, da merkt man schon, dass ich jetzt langsam ein bisschen am Arsch bin. Da war noch die Putzkammer. Okay, das ist der Zeuge anscheinend. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen, eine Rippen sind gebrochen, wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kindergrabscher sein Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte im Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester, in Anführungszeichen, das mich und zu meinem Wohl tut. Naja. Da ist noch ein Kopf drinne. Ach du Scheiße. Mach mal lieber schnell zu hier. Ach du Scheiße. Da bin ich am wahrscheinlich an der Würstchenbude hier. Vielleicht noch eine Batterie irgendwo? Ja, der schläft gerade ein bisschen. Alter, ist mal auf damit. Ah, liegt wirklich eine Batterie, okay. Die Tür wurde zugemacht. Ach du Scheiße. Das ist nicht so gut. Ich glaube, hier war niemand, ne? Also noch nicht. Eine Schlüsselkarte. Okay, wir müssen anscheinend doch erstmal auf die andere Seite. Ich gucke erstmal nach, was hier ist. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt jemand schon mal war. Das ist ein Dokument tatsächlich. Inspektion vor Ort. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Merkoff Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial von Project Warrider verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Warrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste, was die bereits Verzeichneten betrifft. So ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an die Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich der morphogentechnische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen,
um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll, Hedin Granat, Murkoff Schadensabteilung. Ja, alles klar. Ja, dass die Typen irgendwann gefährlich werden, das war mir schon klar. Oliver W. Baranczyk oder so. Das ist wahrscheinlich ein Pole. Hey, der Typ ist doch hier gerade reingegangen. Da kommen wir nun mal nicht hin. Auch interessant. Wie hier irgendwas drin? Wer ist auch da drin? Ich weiß es nicht. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're some people. We didn't choose this. Der Vetter wird die also alle umbringen. Ich will mal sagen, holen wir schnell die Schlüsselkarte und hauen mal da ab hier. Ich renne mal ein bisschen. Ich hätte doch, als es dahin gehen müssen, wäre doch besser gewesen. Dann lässt mich doch in Ruhe, oder? Boah, schnell weg vor dem. Ich mag den überhaupt nicht. Ich weiß, dass er mich irgendwann, ne? Oh, guck mal, das ist noch einer bekaut in der Sofaecke. Hat jetzt für RTL 2 geguckt oder was ist da los? Okay, dann ist auch noch irgendwie weiter. Alter, wie der da sitzt, ne? Noch ist er harmlos, aber. Was ist das für ein Strom da draußen? Zum Glück sind wir drin, ne? Oh oh. Okay. Aber ich würde mal sagen, wir machen in der nächsten Folge mal weiter. Und mal schauen, wie wir dann weiter vorankommen. Gut, schlecht, was auch immer. Und das Ganze in der Anstalt, ne? Bis dann offenbar. Ciao, ciao.